Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Geile Anmoderation. Auf jeden Fall. Ich fahre jetzt zu Paul. Dann fetzen wir ins Kino, gucken zwei Filme hintereinander. Einmal Gran Turismo, dann noch Mac 2 in 3D. Und ja, ich fahre jetzt zu Paul und dann sehen wir uns da wieder. Und genau, perfekt. Ja, ein paar Sachen. Morgen noch fürs Training. Jetzt bin ich auch bei Ja, die haben wir Paul ist gerade geil. bei Paul bin ich jetzt und und wir gehen jetzt ja, wir chillen hier noch kurz eine Stunde und dann gehen wir ins Kino. Ah, sagst du, hast du Bock? Ja. Geil. Ja. Digga, ist das scheiße. Wir sehen uns gleich wieder, würde ich sagen. Jungs, es kracht und pfeift aus allen Ecken, Digga. Dieser Bus kommt einfach nicht. Einfach dieser Plan, wenn wir auf ein Scheißdorf wohnen, ist nicht gültig. Er geht erst ab 17.08. Digga, wir stehen hier, warten die ganze Zeit auf den Bus und der kommt nicht, Digga. Geisteskrank, wirklich. Dorf, Busse und sowas ist wash, Digga. Quatsch, einfach nur Quatsch. Was sagst du dazu? Nichts, da kann man nichts zu sagen. Digga, das ist wirklich geisteskrank. Aber wir fahren, keine Ahnung, Digga, wie wir jetzt ins Kino kommen, aber da wird sich schon was finden, sage ich. Fußbus. Fußbus, genau. Das ist so, wir sind jetzt in Nienburg, dieser Bus ist doch gekommen. Paul, laufen jetzt hier irgendwo hin. Und ja, also wir haben halt noch eine Stunde Zeit, bis der Film losgeht. Und jetzt laufen wir halt irgendwo hin und nehmen euch einfach so mit. Und passt. Genau, passt. So, wir laufen jetzt hier rum. Es ist komplett, Digga, wir laufen hier rum wie Falschgeld. Antworte ich nicht. Und ja. Wir sind durch die Innenstadt. Wir sind durch die Stadt. Wenn du hier nicht aufhörst, wenn jemand freundlich, Digga. Genau. Ja, Jetzt macht müssen wir nichts. noch eine halbe Stunde warten, bis wir Kino gehen und komplett Nein, ich gehe langweilig und wir früher wissen nicht, was schon. wir machen müssen. Gegen So 10 machen Minuten sollen. oder so. So, wir sind jetzt Kino. Oh mein Gott, wir haben na wenig, aber auf jeden Fall. Wir gucken jetzt Gran Turismo als erstes, danach Mac 2 und ja, in der Stadt, wir haben Reihe nichts 10. gemacht. Ist Wir haben schon komplett richtig, ne? verkackt. Jetzt gucken wir welche Reihe. Ne, wir sind Reihe 9. Reihe 10 ist komplett oben. Ja, genau, wir Reihe 10. gucken jetzt den Film, dann sagen wir Bewertung und 8 und 9. dann gucken wir, was wir da noch machen. Keine Ahnung. Und ja, genau. Also, auf jeden Fall, wir haben jetzt den Film fertig geguckt. Ja, jetzt, wir bewerten einfach mal so von 1 bis 10. Was sagst du? 8 von 10. 8 von 10. Ja, okay, ich sag auch so 7 bis 8 von 10, weil also so Nicht spoilern, bitte. vom Ding her schon geil gemacht so, aber die sind, wenn man sich so ein bisschen mehr, wenn man so Motorsport guckt oder so, dann sind halt die ganze Zeit auf derselben Strecke gefahren und haben eine andere Streckennamen geschrieben. Direkt gespoilert. Ja, das ist doch kein Spoiler, hä? Nein. Ja, jetzt wissen die aber, dass wir mal gleich Strecke mal fahren. Ja, cool, hä? Nein, Das ist nur keine. das Das ist absolut kein Spoiler. Auf jeden Fall, ja, war Alle stabil. Dislike darf ich da lassen. Alles klar. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, wenn den zu gucken, auf jeden Fall geht die Empfehlung raus. Was willst du sagen? Also, wenn ihr im Motorsport aktiv seid, dann guckt euch den an. Das ist ja geil. Aber auch so. Ja, Ist ja gut. genau. Also, der ist ganz geil gemacht. Wenn man sich halt ein bisschen mehr im Motorsport auskennt, wird man halt so merken, dass das nicht immer ganz alles so stimmt, aber ja, es ist ein geiler Film. Und ja, jetzt gehen wir noch zu Burger King oder so. Und Ja. ja, genau. Ich Und weiß auch, wo dann, wir lang gehen. ich weiß auch nichts. Und dann gucken wir gleich noch Mac 2. Bankrad bei Kaufland. Haben uns ein bisschen was geholt. Und jetzt gehen wir zum Kino. Dann gehen wir in den Film rein. Und das wird mies cool. Dann sagen wir wieder nach dem Film die Bewertung. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind jetzt wieder da vom Kino bei Paul. Alles klar. Perfekt.
Das wird so reingeschnitten. Perfekt. Perfekt. Auf jeden Fall, es war bodenlos. Wir stehen da, ich bestell. Ich sag schon Paul, ja, ich werde wieder verkacken. Ich wollte zwei mittlere Cola bestellen, eine große Nacho-Dings-Box. Ich habe eine große Nacho-Box bestellt. Eine große Cola. Ein ganzer Liter, ein Liter. Ich sag vorher noch zu ihm, hol 0,5 und für dich 0,4 oder 0,3. Nein, ich wollte auch 0,5. Ja, ich nehme eine kleine und eine große Cola. Zack, steht auf dem Apparat, ein Liter Cola. Ja, und da hat's auch gekracht. Digga, Mann, ich wollte zwei mittlere Cola holen. Ich hol eine große und eine kleine Cola. Digga, da hat's gekracht. Auf jeden Fall, ja, zum Film. Er war auf jeden Fall, war auf einmal, also der war gefühlt, es hat sich angefühlt wie eine Stunde. Gran Turismo hat sich angefühlt wie 4 Stunden. Nee. Auf jeden Fall, ja, sag dir Modo, Digga, lass mich doch ausreden. Das war ja gar nicht so kurz. Aber war kürzer, aber. Ja, aber es hat sich auf jeden Fall für mich so angefühlt. Und ja, also von 1 bis 10, ich finde den Film so halt wie Gran Turismo 7 bis 8. Weil, also so von sich, Story cool, aber schon ein paar ekelhafte ja, Szenen Bruder, dabei. Das kannst du ja aber nicht. Und also auf jeden Fall, wenn ihr den guckt in 3D, also ich gebe die Empfehlung auf jeden Fall. Weißt du, warum man den... Aber jetzt erzähl mal, wie du sie findest, so 1 bis 10. 9 oder 8,5. Und okay, erzähl mal, warum. Ganz bodenlos am Ende. Digga, ihr saß da noch, der Stimmt. Abspann, Digga, da war safe 10 Minuten Abspann noch, weil keiner als erstes aufstehen wollte. Digga, und dann ist einer aufgestanden, Digga, und das ganze Kino ist auch hinterher gelaufen. Aber wir machen jetzt kurz jeder 3 Würfe und wer die besseren Würfe macht. Ah. Oh, das ist eine 18. Wow, ich finde einfach jetzt, erst was wolltest du jetzt machen? Wir haben 3 Würfe. Ja, insgesamt. 3 Würfe, wir machen. Ja, guck mal, hier, das ist die Linie, sage ich. Dieser graue. Meinst du, wer insgesamt am meisten bleibt? Ja, wer. Ja. Also so rechnen wir mal die 3 Würfe zusammen. Achso, du hast nur einen Dart-Pfeil. Ja, ja, ja. Ja, passt, wir rechnen die 3 Würfe zusammen. Ja, das war jetzt eine 18, ne? Jo. Ja, nochmal. Wir sind 36. Nochmal die 18. Longer, ja, longer. Gar nichts gesehen. Ich muss mich hier hinstellen. Okay. Und nochmal die 18. Wow. Das sind 54. Wow, in die 20. Profi drin. Sag ich ja immer. Krass, stark, stark. Auf jeden Fall. Alles klar, Paul. Wow, und damit habe ich das Ding schon ja. Scheiß drauf, Digga. Warte, warte. Ich muss auch ja, drin. Nö, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Wow! Starker Wurf, Digga! Alles klar, nochmal in die. Da war eben die 3. 3. War stark. Da wissen wir, wer Weiß, hier. Mein Pfeil hast du auch noch gemacht. wer hier der Profi ist. Auf jeden Fall wollte ich jetzt eigentlich den Vlog beenden. Auf jeden Fall, das war das dritte Video. Lasst eine positive Bewertung da. Und auch damit, wichtig, das wird selten gesagt. Auch mal kommentieren den Lachs für den Algorithmus. Ja? Genau. Sag mal, Kao, wenn ihr den Film schon einen von den beiden geguckt habt, wie ihr die findet, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Abonniert für mehr so welche Qualität-Vlog. Auch nochmal absoluter Bruch, dass ich übermorgen gefühlt in die Schule muss. Ja, am Donnerstag und er ist Montag, Digga. Ja, aber. Wie wär's denn mal die Fresse? Was? Genau. Also, das ist von dem Vlog und wir sehen uns bald wieder, sage ich.